Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Jetzt ist es wieder soweit. Wir machen einen Action-Haul. Ich bin very glowy und green eyeshadow, very fierce look. Aber was wird heute gemacht? Und zwar, ich habe so ein paar Sachen, die ich gerne kaufen würde. Als erstes ist es Geschenksmaterial, weil ich war super, super brav und habe wirklich sehr, sehr viele Geschenke schon gekauft für Weihnachten. Zum Teil auch, weil viele meiner Freunde. Freundinnen und alle, die haben alle, sind so Winterkinder. Das heißt, die haben alle in der Nähe von Weihnachten haben die auch Geburtstag. Und deshalb, ich war sehr, sehr effektiv und jetzt brauche ich natürlich auch Geschenksmaterial. Ich habe zwar viele auch so Happenings gekauft, das heißt, da brauche ich vielleicht, muss ich gucken, ob ich irgendwas Süßes finde, was mich einfach anspricht. Vielleicht kaufen wir auch ein bisschen Food zum Kosten. Habe ich noch irgendwas? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ja, eine Piñata auch noch, weil mein Freund bräuchte eine für einen Freund von ihm. Da würde er gerne eine Überraschung machen und er fand das so toll, wie ich das gemacht habe für ihn. Das heißt, schauen wir, ob wir noch eine kriegen. Ich weiß es nicht. Werden wir sehen und sonst lassen wir uns einfach überraschen, was es alles Schönes gibt. Das heißt, wir sehen uns im Store. Das wird jetzt, für mich ist es ein bisschen eine Zeit dazwischen. Das heißt, wenn mein Make-up dann ein bisschen komisch ausschaut, dann wisst ihr warum. Es sind sehr, sehr viele Stunden bis dorthin vergangen. Das heißt, see you later, my darlings. We shall have a nice trip. So, meine Lieben, es geht los und zwar der Action Live Haul. Ich bin jetzt hier in der Mall. Es ist super, super viel los. Ich denke, es werden ziemlich viele Leute jetzt dann sein. Aber gucken wir mal, wie es im Store aussieht. Und zwar, das sieht jetzt etwas ruhig. Oh, doch, es ist schon relativ viel los. Es ist derselbe Action wie letztes Mal. Ich werde versuchen, auch mal einen anderen. Ich muss nur schauen, weil hier in Wien, in Österreich, gibt es nicht so viele. Da muss ich eben gucken, ob ich einen guten finde. So, ich gebe mal die Tasche hier rein. Und ich würde sagen, let's see what we are finding. Hier ist so gewandt. Und hier haben wir sowas. Oh, ich muss schauen, dass ihr eben Fokus seid. Das ist jetzt nichts, was ich momentan brauche, muss ich ehrlich sagen. Oh, das ist hier süß. Aber das hat der Macho I. Und hier haben wir auch Food. Gucken wir, ob wir irgendwas Interessantes hier haben. Das sind jetzt halt die klassischen Sachen. Hier haben wir Sour Dip Lollipop. Ich bin nicht so ein Lollipop-Fan, gebe ich ehrlich zu. Das heißt, da werden wir jetzt drüber springen. Hier haben wir so elektronische Sachen. Da brauche ich jetzt momentan auch nichts. Bilderrahmen. Ich bräuchte an und für sich Bilderrahmen. Ihr werdet da auch noch ein Video dazu sehen. Und zwar habe ich von Lieblingsart bestellt, wo man sein Foto nach Malen, nach Zahlen, wo man das selber, wo man das Foto hinschickt und dann kann man dann Malen nach Zahlen machen. Das heißt, das werdet ihr noch sehen. Da muss ich aber noch schauen, weil ich weiß die Maße jetzt nicht auswendig. Aber da brauche ich dann definitiv einen Rahmen. Das heißt, das werden wir dann beim nächsten Action Live mal machen. Brauche ich dann einen Rahmen. Jetzt gucken wir, ob ich. Hier haben wir Büromaterial. Da brauche ich jetzt persönlich auch gerade nichts. Ich würde gerne einen Kalender. Wenn Sie schon für 24 einen Kalender haben, würde ich gerne schauen. Das ist ja süß. Aber das ist sicher kein. Nein, das ist nur ein Notizblock. Aber das ist süß. Vor allem gibt es. Achso, das ist ein Schaf. Ich dachte, das ist ein Schwein. Aber es ist süß. Sehr, sehr cute. Aber hier haben wir Notebooks. Das sind alles Notebooks. Dann haben wir hier. So Deko-Sachen. Ich glaube, da brauche ich jetzt nichts. Ich brauche da nur Verpackungsmaterial. Das brauche ich dann. No. Ich glaube, hier passt alles. Hier noch so Becher, aber da brauche ich jetzt auch nichts. Hier haben wir so Geschirr. Aber da brauche ich jetzt gerade auch nichts. Aber ich wollte, ja, diesen, das habe ich mir schon gedacht, den Becher haben sie nicht. Und so wollte ich schauen, ob sie diesen einen Becher haben, den sie letztes Mal gehabt haben, aber den haben sie nicht mehr. Das heißt, hier haben wir so Müll, sowas. Wo ist denn das Ganze? Oh, es ist schon Halloween-Season. Oh mein Gott, wie cool. Okay, hier haben wir jetzt nur so Reinigungssachen. Da brauche ich jetzt eigentlich nichts. Guckt euch das an. Es sind so coole Halloween-Sachen. Look at this moving arms. Mal das ausprobieren. Gucken wir mal.
Nein, das kann man jetzt nicht ausprobieren. Das heißt, die bewegt dann. Oh, das ist ja cool. Oh mein Gott, da haben wir Spider. Aber ich werde halt dieses Jahr, werde ich vermutlich Halloween in Irland verbringen. Das heißt, ich brauche sowas eigentlich nicht. Aber wenn mich etwas extrem anspricht oder vor allem für Kostüme, dann nehme ich was mit. Weil ich weiß noch, ehrlich gesagt, weiß ich, oh, und Weihnachten ist auch schon. Wir gehen von Halloween direkt zu Weihnachten. Und zwar, die sind auch süß. Ich mag ja so kitschige Sachen, Leute. Ich bin, oh, sowas finde ich ist auch cute. Ich bin manchmal wirklich so ein Kitschfest. So, jetzt fokussiert. Ja, das sind sehr viele cute Sachen. Aber ich brauche jetzt, da brauche ich jetzt nichts. War jetzt wirklich nichts. Oh, hier haben sie noch so Halloween. Da haben sie so Spotlights. Okay, und das kann man so selber dekorieren. Und das sind so Malbücher. Und da ist so Blut. Also so Masken auf keinen Fall, weil ich mache mein Make-up natürlich selber. Aber vielleicht, ich muss so gucken, dass ich nicht übers Mikro halte. Hier werde ich dann mal gucken, was das. Was haben wir hier so gelandet? Mhm. Okay, sehr, sehr cool, aber das ist wirklich mehr, wenn man eine Party macht. Und dieses Jahr wird es keine Party geben. Dieses Jahr geht's wohin geht's? Nach Irland, vermutlich. Ist noch nicht fix, ist auch noch nicht gebucht. Da werde ich natürlich vloggen, wenn es nach Irland geht. Da gibt es nämlich eine große Halloween-Feier. Und da würde ich mich halt voll, da freue ich mich voll, das zu sehen. Hier haben wir auch noch, hier geht es weiter mit dem Weihnachtskitsch. Ich finde das so cute. Das sind so, seht ihr das? So Heißluftballone. Das ist doch cute. Das ist wirklich süß. Ich weiß halt nicht, ich würde das gerne wem schenken, aber ich kenne niemanden, der sowas. Oh, schau, und da gibt es so Earrings. Ach, die sind ja süß. Ich habe leider urviele solche. Sonst würde ich da was kaufen. Aber sehr süß. Ich habe ja noch eine andere Video-Idee. Oh, guckt so nah. Es gibt so einen Christmas-Sweater. Der ist ja wirklich süß. Jetzt tue ich mich gerade echt ein bisschen. Jetzt fällt es mir ein bisschen schwer, nein zu sagen. Das sind richtig cute Sachen. Das sind wirklich süße Sachen. Aber ich werde definitiv auf jeden Fall noch vor Weihnachten hierher kommen. Und da gucken wir. Haben die auch Adventskalender? Okay, das sind so Döschen, wo man selber den Adventskalender einfüllen kann mit beliebigen Produkten. Die haben auch süße Tassen. Sehr, sehr cute. Hier haben wir auch so Candy, Christmas Candy. Vielleicht sollen wir da irgendwas mitnehmen, was ich kosten soll. Das ist jetzt aber nichts, was eigentlich super. Die sind eigentlich nur so in Christmas Edition, aber es ist jetzt nichts, was mir. Oder da unten haben wir so Lebkuchen. Soll ich wirklich schon im September Lebkuchen kosten? Aber das könnten wir machen. Okay, wir nehmen das mit und die kosten wir. Und dann werde ich euch sagen, was ich zu diesen hier halte. Das heißt, wenn wir das erste Produkt haben wir mal. Ich brauche jetzt dann unbedingt noch Geschenksmaterial. Das bräuchte ich wirklich, wirklich sehr. Und dann muss ich schauen, ob es eben noch eine Pinata gibt. Hier ist jetzt nichts. Und hier ist auch so Geschenksverpackungsmaterial, aber da brauche ich jetzt nichts. Und hier haben wir auch so Wand, da brauche ich jetzt auch nichts. Okay, ich glaube, ja, Pinata sieht schlecht aus. So wie es ausschaut. Das ist halt das eben beim Action. Ich glaube, auch wenn ihr oft Action live raus sitzt, dass ja immer unterschiedliche Sachen in jedem Store sind, weil die das ja nicht einheitlich für alle Stores, glaube ich, kaufen. Und das natürlich auch schnell, wenn es weg ist, ist es mal weg. Und dann gucken wir, was. Essen müssen wir uns dann noch intensiver damit beschäftigen. Also es ist, wie gesagt, sehr schlecht mit der Pinata, das können wir jetzt vergessen. Hier haben wir noch so Süßigkeiten, aber da
brauche ich jetzt nicht. Den kenne ich, der ist wirklich gut, muss ich dazu sagen. Den kenne ich zwar nicht. Ich meine, wir können den mitnehmen. Nehmen wir den mal mit und kosten wir. Und bin ich gespannt. So, haben wir schon was zum Probieren. Da brauche ich jetzt nichts. Da gibt es so Flauschsocken, die sind ja cute. Ach, das ist ja süß. Die sind vor allem sehr, sehr cute. Die sind auch sehr, sehr... Oh, die haben so mit so Rutsch... an die Rutschdingern. Oh, die sind süß. Sowas mag ich sehr, sehr gern. Da sind sie in grün und in weiß. Ich glaube, ich nehme die, weil die weiß ich, denen vertraue ich nicht nach dem Waschen. Ich glaube, dass die nach dem Waschen dann ziemlich mitgenommen sind. Aber die finde ich voll cute. Ja, die finde ich sehr, sehr cute. Ich muss sagen, die Socken, die ich letztes Mal gekauft habe, die waren ein bisschen sehr synthetisch. Also, die waren im Sommer ist sowas dann ziemlich, sehr schwitzt man halt viel mehr. Guckt, die haben auch so süße Pyjama-Teile. It's very sweet. Vor allem, wenn es angenehm ist. Angenehm ist immer am wichtigsten. Aber das schauen wir vielleicht nächstes Mal. Jetzt wollte ich ja genau, hier haben wir jetzt eigentlich nichts. Sie haben jetzt eigentlich nicht für zum... Oh, da haben sie Adventskalender. So, und zwar hier haben sie Adventskalender. Sie haben einmal einen ganz normalen, das ist von Vollmilchschokolade. Und dann eben diesen Celebrations. Das ist jetzt nichts, glaube ich, was ich unbedingt unboxen muss. Das ist jetzt leider nicht so spannend. Vielleicht kommt aber noch was Cooles von Action. Es ist ja noch relativ früh. Und hier haben wir ein Lebkuchen-Hexenhaus. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen tempted. Ich finde das ziemlich cute. Und ich glaube, ich werde das kaufen. Ich glaube, ich werde das kaufen, weil ich das super cute finde. Und ich glaube, ich werde das mit meinem Freund machen. Und wir machen so, weil das wird, ich weiß nicht, wann das sein wird. Das wird wahrscheinlich im Dezember sein. Wir machen so, wenn ich das fertig gebaut habe und wir das dekoriert haben, dann werde ich euch ein Foto oder ein Video, entweder kommt es auf Instagram oder im nächsten Vlog, dass ich es euch einspiele, wenn ich dran denke, sowas machen wir. Guckt, das ist ja auch süß. So drei so und dann gibt es ein ganzes so ein Weihnachtsmann. Sehr, sehr süß. So, ich bin ein bisschen confused. Ah, ich wollte ja ein und für sich wollte ich Geschenksverpackungen. Wollte ich eigentlich. Ich gucke mal, ich mache mich auf die Suche und suche sie. Ich habe was super duper cutes gefunden und zwar Gingerbread Kerze und ich werde jetzt da mal dran riechen und wenn das gut riecht, dann kommt das mit. Ja, das riecht eigentlich recht cute und für Weihnachten finde ich das sehr, sehr cute. Ich nehme eins von hinten, wo noch nicht so viele dran geschnuppert haben, damit ich einen guten Duft habe. Sehr, sehr cute. Die kommt jetzt auf jeden Fall mit. Die fand ich sehr, sehr gut. Ich finde so Duftkerzen und sowas, das kann man hier sehr, sehr gut kaufen. Und das ist sehr praktisch. Ich gucke hier, hier sind noch Süßigkeiten. Auch so ein bisschen so Halloween-Augen. Ich gucke mal, das ist wahrscheinlich ganz normale Vollmilchschokolade. Ja, Schokobällchen. Mhm. No, don't need it. Dann haben wir hier Cola. Hier haben wir auch noch so Halloween-Süßigkeiten. Und was sind das? Raisins sind ja normalerweise, also wie heißt das jetzt? Oh mein Gott, getrocknete Weintrauben, wie heißt das? Oh Gott. Ja, Rosinen natürlich. Ich glaube, also ich denke, dass das Rosinen sind. Das wäre natürlich eine relativ gesunde Süßigkeit für Halloween. Da haben wir auch so diese Zähne, die habe ich auch als Kind immer. Fand ich die sehr, sehr cool. Also sieht sehr, sehr cool aus, aber ich weiß, da ist jetzt nichts, was mich super excited, muss ich persönlich sagen. So, ich bin noch immer auf der Suche nach Geschenksmaterial. Also ich hätte gern so Boxen oder sowas. Vielleicht kaufe ich auch Geschenkspapier, das weiß ich noch nicht. Aber wenn wir jetzt schon hier sind, gucken wir mal übers Essen drüber, was wir hier Spannendes finden und ob wir hier irgendetwas mitnehmen.
Irgendetwas, was ich vielleicht noch nicht kenne. Das glaube ich kenne ich nicht. Und zwar Creamy Peanut Butter. Also Snickers, aber mit Peanut Butter. Das klingt sehr, sehr spannend. Das nehmen wir mit und das kosten wir dann. Sonst, ihr müsst mich auch natürlich wissen lassen, ob es irgendwas gibt bei euch, was, gibt so Backmischungen, auch so, das erinnert mich sehr so an Amerika, diese bunten Kuchen und sowas. Oh, Tee gibt es natürlich auch, aber ich habe so viel Tee, ich muss jetzt mal den aufbrauchen, den ich habe. Frosting Tube, sie haben auch solche Sachen. Ich bin ja nicht so der getrocknete Früchte-Mensch, deshalb die lassen wir jetzt aus. Okay. Und da haben wir Beefy Roll. Ich wollte das ja schon immer mal kosten. Aber ich weiß nicht, so ist das. Was ist denn da genau drinnen? Ja, ich glaube, das lassen wir diesmal aus. Ich glaube, das machen wir jetzt nicht. Wir gucken. Hier haben wir noch so Kekse und sowas. Das ist auch, also es gibt ganz viel Spannendes. Ganz viel Spannendes. Aber ich muss mir natürlich auch denken, es soll natürlich nicht schlecht werden. Daim natürlich. Swedish. Und ich glaube, so Nüsse, wenn es irgendwie so, nicht nur salted, weil es natürlich sehr, sehr sehr langweilig, ob es irgendwie mit so Soße oder so gibt. Das gibt es ja auch immer im Adventskalender von, okay, spicy. Aber spicy, weiß ich dann nicht, ob das zu scharf ist. That could be too spicy. Salted eher weniger. Aber da drüben sehe ich, hier haben wir so Snacks. Das finde ich, sieht recht spannend aus. Und zwar Kornabzieht. Paprika, Corn Snack. Das finde ich sehr, sehr spannend, dass das nehmen wir mit und probieren wir. Genau. Okay. Ja, ich meine, wir können auch die Crackers. Nehmen wir die Crackers in Cheese Flavor Tricks. Die nehmen wir auch mit. Und die kosten wir auch. Und jetzt brauche ich wirklich Geschenksmaterial, weil ich weiß nicht, wo das ist. Das heißt, ich gucke. Ich gucke, ob ich es finde. Ich habe gerade Cheetos gesehen. Cheetos aber in Cheese Flavor. Die werden wahrscheinlich so wie diese schwedischen schmecken. Aber das probieren wir. Okay, very interesting. Das probieren wir noch und weiter geht die Reise auf die Suche nach Verpackungsmaterial. Haben die nicht so Boxen? Ich weiß nicht, ob es der Teddy ist oder wie der heißt. Der hat ja immer so tolle Boxen und sowas. Ich finde, hier habe ich bis jetzt noch gar keine Box gefunden. Bisschen schade. Aber ich gucke weiter. Okay, hier haben sie so Sackerl und hier haben sie auch so Geschenkspapier. Also wenn, bräuchte ich so, ich weiß nicht, das wowt mich jetzt gerade nicht, so muss ich ehrlich sagen. Das ist vielleicht recht cute. Das ist recht süß. Die haben so, das sind so Luftballone, das finde ich recht süß. Das können wir mitnehmen. Obwohl normalerweise versuche ich eben so Boxen immer zu kaufen, weil man die eben dann wiederverwenden kann. Geschenkspapier ist natürlich nicht sehr umweltfreundlich. Deshalb versuche ich da immer auf so Boxen oder sowas. Sacker sind auch recht gut, also so Tüten, so Geschenkstüten. Aber ich bräuchte halt sowas richtig Großes. Weil ich habe schon für meinen Freund schon Geburtstag und Weihnachten gekauft und da brauche ich große. Da sind die alle zu klein hier. Das sehe ich schon. Das ist alles viel, viel zu klein. Das ist viel zu klein. Hier haben wir noch, das finde ich süß. Das finde ich sehr, sehr cute. Das nehmen wir mit. Das finde ich wirklich schön. Dieses Sackerl. Das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Und die sind wirklich schön, finde ich. Just for you. Das finde ich auch süß. Das nehme ich auch mal mit. Die finde ich sehr schön mit diesem Glitzer. Die sind wirklich schön. Ich guck. Das finde ich auch schön.
Happy Birthday to you. Die sind urschön, die finde ich richtig schön. Die nehme ich mit, weil sowas wird ja nicht schlecht, das kann man aufheben. Aber ich bräuchte jetzt eben noch, dann kaufe ich noch eine Rolle, weil ich muss die großen Sachen, die kriege ich da jetzt nicht rein. Und ich finde hier jetzt keine großen Boxen. Das heißt, wir holen uns hier irgendwo ein Geschenks. Verpacken die aber schon. Ich möchte schon, dass sie schön ausschaut. Ich möchte jetzt nicht irgendwas nehmen. Also ich gucke hier noch ein bisschen. Ich habe ja noch ein cooles, das sind zwar auch wieder Luftballone, aber das ist nämlich voll cool, weil das ist ohne Plastik. Warte, wo seht ihr das da? Und zwar ist es ohne Plastik. Und ich glaube, es ist auch recycelbar, oder? Nein, climate neutral steht da drauf. Also das finde ich jetzt persönlich, sieht das sehr, sehr gut aus. Das heißt, wir nehmen das. Nehmen das auf jeden Fall mit, weil das ist dann mehr besser für die Umwelt. Das probieren wir natürlich, dass wir da so brav sind wie möglich. Ich schaue noch, ob ich jetzt auch so ein Band, ob ich da sowas kaufen soll. Weil ich habe letztes Mal die Rollen und da habe ich auch noch welches, aber die habe ich in Lila gekauft. Das passt jetzt halt nicht wirklich. Jetzt gucke ich. Die finde ich eigentlich recht nett, muss ich sagen. Die sind auch recht lustig. Ja, die nehme ich noch mit. Die finde ich süß. Okay, meine Lieben, ich finde, ich bin eigentlich zufrieden mit dem, was wir jetzt hier haben. Das heißt, ich würde jetzt sagen, yes, I'm happy. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt zur Kasse, gehe bezahlen und dann kosten wir noch die Sachen. Und dann sehen wir uns gleich. So, meine Lieben, jetzt bin ich at home und ich würde sagen, wir probieren die Cheetos in Cheese. So sieht, sie sind ziemlich groß. Let's try it. Ich muss sagen, richtig, richtig gut. Wirklich lecker. Sie sind nicht ganz wie diese schwedischen Ostburger, also Käse Beugung oder wie man das übersetzen soll. Aber wirklich gut, richtig gut. Richtig lecker, kann ich echt empfehlen. Als nächstes machen wir Corn Appetite in Paprika. Ich hole gleich eins raus. Ja, das sind so kleine. Da haben wir schon auch vom DM welche probiert, aber jetzt kosten wir die hier. Ich muss sagen, auch richtig, richtig gut. Ich würde sagen, es ist fast mehr die gesundere Alternative einfach. Es ist nicht ganz so viel Gewürz und auch nicht so viel extremes Geschmack, aber richtig lecker. Wenn man eben so Mais, so, wie heißen die denn? Reiswaffeln, wenn man sowas mag. Richtig lecker. Würde ich auch empfehlen, würde ich auch nachkaufen. Richtig, richtig, richtig nice. So, das letzte in der salzigen Kategorie, was wir noch haben, sind die Trix Cracker mit Käsegeschmack. Die kosten wir jetzt. Ich muss sagen, richtig, richtig lecker. Richtig gut. Die sind ziemlich salzig, also wenn man es nicht zu salzig mag. Haben sehr intensiven Käsegeschmack. Aber wenn man das mag, richtig salzig, richtig deftig nach Käse, sind die auch richtig, richtig gut. Die würde ich auch noch empfehlen. Die sind wirklich, die schmecken mir auch voll gut. Bis jetzt echt ein Hit. Als nächstes probieren wir diese Lebkuchen. Ich bin schon sehr gespannt. Okay, ich habe jetzt einen gegessen und ich kann euch sagen, es ist kein Lebkuchen. Das ist eine Fehlinformation von mir. Und zwar ist es ein Keks. Also ein ganz normaler Keks drinnen, eben mit so einer Schokolade und Streusel. Also eigentlich ein Keks, so ein weißer Keks mit Streuseln und Schoko obendrauf. Aber richtig lecker. Auch gut. Muss ich sagen, war auch sehr, sehr lecker. Als nächstes machen wir den Brownie. Und zwar White Chocolate Brownie. Und die kommen hier eben so einzeln verpackt, kommen die. Und ich würde sagen, let's try it. Meine Lieben, das ist das Erste, wo ich sage, das würde ich nicht nachkaufen. Nicht, weil es schlecht ist, aber es ist mir zu süß. Das ist mir persönlich einfach zu süß. Weiße Schokolade hat ja auch die Tendenz, immer sehr, sehr süß zu sein. Und das war mir persönlich einfach zu süß. Ja. Sorry, das ist nichts für mich. Als nächstes haben wir Snickers mit Peanut Butter. Und ich bin natürlich professionell. Ich habe ja schon eins vorbereitet. Und ich würde sagen, ich probiere das jetzt. Okay, mein Feedback zu dem. Es ist echt nicht schlecht, aber es ist extrem deftig. Extrem deftig, muss ich sagen. Mir persönlich einfach zu deftig. Es ist wirklich nicht schlecht, aber durch diese Creme, diese Peanut Butter Creme, die dann noch dazwischen ist, wird sehr, sehr deftig. Also ich finde es persönlich sehr, 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 sehr deftig, muss ich sagen. Also für mich persönlich, die Kekse waren für mich ein Hit.
alle salzigen Sachen. Die waren alle super. Die fand ich alle wirklich, wirklich toll. Das ist mir persönlich einfach ein bisschen zu deftig vom Geschmack her. Finde ich sehr, sehr gut. Das ist mir einfach zu süß. Vom Geschmack her ist es wirklich nicht schlecht, aber es ist einfach zu süß. Ist mir zu süß, muss ich sagen. Aber jetzt, meine Lieben, ich finde, das war doch eigentlich ein recht schöner Action-Haul. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Und ich werde natürlich mehr davon machen. Ich muss gucken, ob der nächste schon woanders ist. Sonst gehen wir wieder in denselben Action. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch, weil ich glaube, ich müsste ziemlich, ziemlich weit fahren für den nächsten Action-Haul. Vielleicht mache ich mal einen Weekend-Trip, aber das muss ich mir noch überlegen. Aber ich würde sagen, ich danke euch. Vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Danke. Und abonniert auch den Kanal, vergesst das nicht. Videoideen, lasst mich alles wissen. Ich liebe es. Jetzt beende ich mein Video sehr komisch. Ich beende es jetzt richtig. Und zwar, ich sage vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Irgendwo habt ihr ein weiteres Video von mir und könnt meinen Kanal abonnieren. Da würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Da würde ich mich auch freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch oder einen Daumen runter gebt. Da sagt mir natürlich, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Und da würde ich super freuen, wenn ihr kommentieren würdet. Schreibt es mir alles in die Kommentare. Ich liebe es wirklich von euch. Und dann könnt ihr mir super gerne auf Instagram nehmen. Da bin ich natürlich auch wieder. Und dann würde ich sagen, ich sehe euch beim nächsten Video. Tschüss!